Hallo und herzlich willkommen auf Lyrella.de. Schauen wir uns in diesem Video an, wie man Nullstellen an Funktionen bestimmt. Unsere bekannte Funktion, mit der wir die Funktionsuntersuchung durchziehen wollen, ist ja x hoch 3 minus 9x² plus 24x minus 16. Nun, wie schaffen wir es hier, Nullstellen zu bestimmen? Das heißt, wann wird diese Funktion gerade 0? Nun, wir wissen ja, diese x hoch 3 Funktionen, die haben diese Wellenform. Und ja, können wir uns vorstellen, was da passieren kann. Entweder die Welle geht hier 3 mal durch die x-Achse. Das heißt, wir hätten hier drei Nullstellen. Es kann aber auch sein, dass sie einmal durchgeht und einmal nur berührt. Das heißt, wir hätten in dem Fall zwei Nullstellen. Es kann aber auch sein, dass diese Wellenbewegung erst über oder unterhalb der Achse stattfindet. Das heißt, nur ein einziges Mal geht sie durch und hätten eine Nullstelle. Dass keine Nullstelle existiert, kann nicht vorkommen, weil x hoch 3 Funktionen kommen von unten, gehen nach oben oder umgekehrt. Das heißt, irgendwo müssen sie die x-Achse passieren. Nun schauen wir, ob bei uns 3, 2 oder eine Nullstelle vorkommt. Ja, wie löse ich sowas auf? Für x hoch 3 Funktionen haben wir das Horner-Schema. Das heißt, wir schreiben mal auf x hoch 3, x hoch 2, x hoch 1, x hoch 0. Was für Koeffizienten, also welche Vorfaktoren hier existieren. Vor x hoch 3 steht gar nichts, also wir haben gerade 1 mal x hoch 3, minus 9 mal x hoch 2, plus 24 mal x hoch 1. Nun, x hoch 0 ist einfach da, wo gar nichts steht, also minus 16. Gleich 0. Und jetzt können wir das Horner-Schema anwenden. Wir raten eine Nullstelle. Nun, meistens ist es bei solchen geraden Nullstellen die Lösung 1, 2, minus 1 oder minus 2. Man kann es auch direkt hier oben mal probieren mit 1. 1 minus 9 ist minus 8, plus 24 ist plus 16, minus 16 ist 0. Also wissen wir, 1 ist eine Lösung. Das heißt, wir wissen, die erste Nullstelle, die wir schon kennen, ist die 1. Nun das Horner-Schema. Man überträgt hier die 1. 1 mal 1 minus 9 ist minus 8. 1 mal minus 8 plus 24 ist plus 16. 1 mal plus 16 minus 16 ergibt 0. Immer wenn da 0 beim Horner-Schema hinten rauskommt, wissen wir, es hat funktioniert. Und jetzt können wir hier, anhand dessen, was hier steht, die restliche übrig gebliebene Funktion ablesen. Das heißt, 1 mal x hoch 2 minus 8 mal x hoch 1, also minus 8x, plus 16 gleich 0. Das ist die übrig gebliebene Funktion und die können wir mit der Q-Formel bestimmen. Das 1 mal braucht uns ja nicht zu interessieren, das ist einfach nur x² minus 8x plus 16. Das heißt, wir wissen x2, 3. Wir schreiben hier x2, 3 oder eine Nullstelle schon kennen. Ist minus p halbe, p ist minus 8, also minus minus 8 halbe, plus minus Wurzel aus, p halbe ins Quadrat, nun minus 8 halbe ist minus 4, minus 4 ins Quadrat ist 16, minus q, also minus 16, und hier steht 16 minus 16, das wissen wir schon, das ist 0, und die Wurzel aus 0 ist auch 0, das heißt übrig bleibt x2, 3 gleich minus minus 8 halbe. Nun, das Minus geht raus, 8 halbe ist 4, das heißt, wir wissen, eine weitere Lösung, eine weitere Nullstelle ist die 4. Dadurch, dass wir hier die 0 hier unter der Wurzel stehen haben, wissen wir auch, dass es unsere sogenannte doppelte Nullstelle, die hier in dieser Funktion ist. Das heißt, wir wissen, die Funktion f von x hat zwei Nullstellen, nämlich gerade die erste, die geratene Nullstelle, x1 gleich 1. Und die zweite Nullstelle, unsere doppelte Nullstelle, wo die Achse nur berührt wird, nämlich gerade 4. Schaut doch mal auf der Homepage vorbei, www.lyrella.de oder bei Facebook. Dankeschön.